Mahlzeit, Freunde. Willkommen zurück bei Far Cry 6. Und dieses Mal die Trophäe Verstecktes Geld. Dafür müssen wir zu Lola, sprechen sie einmal an. Und gehen dann nach Mesozoico. Die Schwierigkeit dabei ist vollkommen egal. Könnt ihr auf Standard lassen. Und ihr könnt das natürlich mit einem Partner machen, wenn ihr wollt. Aber ich mache das jetzt alleine, um euch das mal zu zeigen, wie das geht. Starten den Einzelspielermodus. Und alles weitere, wenn wir da sind. Ich stehe jetzt hier vor dem Besucherzentrum, habe schon mal alles tot gemacht, was hier unterwegs war. So, und wir rennen einfach mal genau rein. Durch den Haupteingang durch. Dann hier in das Gebäude rein und dann gleich links. Und hier haben wir so einen T-Rex-Kopf und bei diesem T-Rex-Kopf, zack, liegt ein Schlüssel. Dann rennen wir wieder durch den Haupteingang raus. Und halten uns diesmal rechts. Das PG-240, das würde ich euch empfehlen, einfach da liegen zu lassen. Weil es könnte sein, wenn man zu lange braucht, eigentlich dauert es nicht lange. Aber wenn es ungünstig läuft, dass man eventuell in Luft aufgeht. Also wir laufen hier bei den beiden Ankis einfach mittig durch. Da oben ist ein T-Rex und rechts davon ist so ein Petranodon, was sein soll. Jetzt so ein Flugsaurier. Und da müssen wir hin. Zack. Wir rennen einfach hoch zu diesem Petranodon hier, zu dem Flugtypen. Ja, wir verlassen das Spielgebiet. Das ist unwichtig. Und hier haben wir eine Truhe. Und die können wir jetzt mit dem Schlüssel aufmachen. Und bekommen dann, zack, 400 Monedas. Das versteckte Geld ist unseres. Mehr müssen wir auch nicht machen für die Trophäe, Freunde. In diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.